Was ist das denn? Ah! What the fuck ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Junge! Alter! We run the champion. Ich muss lauter reden, weil die Musik lauter wird. Wir spüren den Beat, wir spüren den Beat, wir spüren den Beat. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Dungeon Nightmares 1. Mit mir, Thomas von PlayerGeddon. Jo, das letzte Mal haben wir dieses Spiel gespielt am 9. März. Angegruselt. Und ich habe Angst. Ich habe große Angst vor diesem Spiel. Aber ihr habt euch gewünscht, dass ich es weiterspiele. Und natürlich seid ihr, meine Zuschauer, die Community, it hides in the shadows. Da werden wir mal gucken, was da so zu finden ist. Mal gucken, ob wir die Ersten das schaffen. Ich habe mir vorgenommen, diese... Oh, das ist so laut. Das ist sehr laut in den Kopfhörern. Oh, jemine. Ist das ein Stuhl? Hallo? 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 Bullock? Ja, ja, ja. Eine Kiste schon? Artefakt? Nein, natürlich nicht. Ja, zu schön gewesen. Wenn wir direkt am Anfang Glück gehabt hätten. Wir haben zwei Kerzen. Ja, ja, ja. Du Mongo! Das war uncool, Bro. Das war richtig uncool. Gucken wir mal auf die Karte. Okay, die Map sieht eigentlich nicht schlecht aus, würde ich so sagen. Aber naja, was will man zu einem Spiel sagen? Oh, eine Kerze. Geil. Geil, geil, geil. Jo, also angegruselt kam mir eigentlich relativ gut an, wie ich gesehen habe. Läuft. Ich will mal sagen, wir gehen rechts lang. Einfach mal so YOLO-haft. YOLO bei mir. Ich hasse Kreuzungen hier, die Kreuzungen. Da denkt man immer, war da was? Nein, Einbildung. Hm. Manda, Meta! Da ist der Peter! Ja! So. Jo, wahrscheinlich und nichts ist hier drinne. Und dabei hatte ich Angst, egal. YOLO! So. Noch eine Tür. Moloch, mach auf. Was ist da drinne? Hier ein Schatz. Oh, ich hasse es, wenn hier solche Säulen stehen. Die Säulen machen mir Angst. Das Artefakt! Jetzt müssen wir nur noch den Ausgang finden. Der Rest ist mir noch nicht egal. Bullock. Wir wissen, wo du schläfst. Scheiße. In meinem Bett. Oh mein Gott. Wir wissen, wo ich schlafe. Die wissen, dass ich in meinem Bett schlafe. Was sollen wir tun? Mein Herz. Mein Herz, es brennt, wenn ich dich sehe. Bullock. Oh, es war ein einzelner Raum. Ein Jumpscare umsonst. Great! So, gehen wir mal nach rechts. Bullock. Ich soll das Wort nicht so oft benutzen, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier ganz viele Jumpscares kommen und dieses Spiel macht mir schon sehr viel Angst. Also ich habe geplant, das Spiel nur noch zweimal zu Let's Playen, da ich sowieso nicht mehr schaffen werde. Ich werde sowieso nicht von den Nerven her schaffen und im Übrigen ein Stream, ein Horror-Stream wird ja bald stattfinden, übermorgen. Aber übermorgen? Nein, morgen. Ihr werdet das Video am Donnerstag sehen und ich produziere ja gerade vor. Und das ist einfach nur schrecklich, dieses Spiel. Wenn ihr es selber mal spielen wollt, unten in der Beschreibung ist der Link, der Download-Link. Ist umsonst. Ist ein schön gemachtes Horror-Game, würde ich sagen. Moloch. 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 Ausgang. Ausgang. Night One. Geschafft. Jo, danke Spiel dafür. Wir haben die Nacht 1 geschafft. Von 7. Von 7 Nächten. Von 7. In 2 Minuten 48 haben wir das geschafft. Ein Jumpscare. Es war schrecklich. Gold found 20%, Candles found 20%, Notes found 20%, Artifacts found 100%. Naja. Ist doch nicht schwer, wenn es nur ein The Dungeon Grows Stronger. Oh mein Gott. Jo. Night 2 awaits. Ja, also... Ich habe keinen Bock, da wieder reinzugehen. Wir sind jetzt rausgekommen und das reicht mir, ehrlich gesagt. Starten wir die Nacht 2. Close doors to slow, then down. What? Close door... Du-dum. Okay.
Scheiß Fässer. Buluk. Jetzt dunkel hier. So, vielleicht sind die Kerzen drin, wäre nett. Oder Gold. You know belong to them. Okay. Oh, sieht diese Map kacke aus. Ich würde mal sagen, wir gehen nach rechts. Oder nach links. Ich weiß es nicht. Jumpscare? 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 Nein? 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 Okay, nichts. Sehr gut. Ich muss mir angewöhnen, mit Schiff zu laufen. Das ist eigentlich relativ schwer, da ich in meinem kleinen Finger nicht so ein großes Gefühl habe, Mama. So, komm mal, Baby. Ich weiß, dass hier irgendwo Artefakte sind. Da ist schon mal was drin. Gold, sehr schönes Gold. Auf dem Weg zum Porsche. Den Porsche werden wir jetzt bekommen. Ja. Das ist sehr gut, wie wir es hier suchen. Jetzt werden wir hier so entlang laufen und gucken. Eine Tür. Türen sind immer gut. Wir müssen gucken, was hier in der Tür drin ist. Vielleicht ist hier irgendwas Schönes drin. Nein, nur Dunkelheit. Und immer wieder an den Wänden lang gehen. Weil Wände mich irgendwie beruhigen. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht bin ich ein Wandfetischist. Wer weiß. Gold, das haben wir jetzt nicht gebraucht. Aber wieso ist das hier wieder so ein blöder, dumm, dämlicher... Nee, oh Mann! Mein Herz, es tut weh, wenn ich dich sehe. Ich weiß, dieses Spiel, es ist nur ein Spiel, David. Es ist nur ein Spiel, Thomas. Thomas, der Thomas. Da ist eine Tür. Vielleicht da ein Artefakt drin wäre. Nett, wenn da ein Artefakt drin wäre. Damit ihr mir nicht vorwerfen könnt, ich habe nicht so viel von dem Spiel erreicht. Und ich hoffe, hier ist nirgendwo ein Bild. Das Bild ist creepy. Und Gold, geil. Gold, geil, 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 geil. Biatches. So, was ist hier drin? Gold. Jo, läuft, würde ich sagen. Fick dich, Mongo. You son of a bitch. Das war echt unfair, würde ich sagen. Das ist echt unfair, wie ihr mich immer erschreckt. Was habe ich euch getan? Ich will eigentlich nur raus, aber ihr wollt mich ja immer wieder hier drin haben. Und jetzt ist hier ein ganz großer Raum, immer an den Wänden lang laufen. Ich habe irgendwas im Hintergrund gehört. Was war das? Ich habe keine... Oh, wir haben Kerzen. Wir haben Kerzen. Oh, ich dachte, da geht immer was, wenn diese Dinger hier sind, ey. Diese dummen, dämlichen Dinger. Komm. Wir brauchen mehr Gold. Eigentlich brauchen wir nur das Artefakt und dann gehen wir raus und dann haben wir den Porsche und dann ist alles... Nee, habe ich keinen Bock drauf. Wir gehen zurück. Habe ich keinen Bock drauf. Ich habe da irgendwas auf dem Boden gesehen und das reicht mir schon. Und die Musik wird wieder lauter. Ich versuche jetzt ganz schnell irgendwas zu reden, damit wir irgendwie... Oh, eine Kerze. Geil. Aber davon können wir uns keinen Porsche kaufen. Wo geht's lang? Rechts oder links? Ach, scheiße. Mama? Mama, den hier? Ja, wir werden erst da lang gehen. Wenn da ein Artefakt drin ist... James Bond. Düm, 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 düm. Ne, das war die Bundesliga-Musik, Entschuldigung. Ist das eine Kiste? Gold. Immer mehr Geld für den Porsche. Für den Porsche, für den Porsche, für den Porsche. An den Wänden lang laufen ist eine gute Taktik. Und das macht mich nicht so nervös. Okay, ich bin sehr nervös. Das Spiel macht mich sehr nervös. Komm her, Baby. Wir werden jetzt hier so durchlaufen. Oh, ja, Mini. Die Musik wird wieder leiser und ich... Pony, Friend, yo, what's up, girl? Komm, wir packen dir mal an die... Bitch. Danke für nichts. Jetzt habe ich wieder Zeit verschwendet. Ich wollte dem Skelett eigentlich an die Titties fassen, aber anscheinend hatte er keine oder er hat sich geweigert. Wird es natürlich auch geben. Jetzt müssen wir wieder einen langen Gang entlang gehen. Einen langen Gang, den wir hier entlang gehen müssen. Oh, jetzt geht's ja links. Immer an den Wänden lang laufen und bitte ist hier nicht wieder so ein Rohr. Wieso sind hier unten überhaupt Rohre? Was ist das eigentlich für eine Kacke? Und hier ist ein riesiger Raum. Wir gehen mal rein. Vielleicht ist da irgendwie was Schönes drin. Können wir nicht... Ah, wir können durch die Tür spawnen. Ah ja, wieso sagt mir das kein Mensch? Ich hasse es, zurückzugehen in einem Horrorspiel. Okay. Die nächste Kerze werden wir benutzen. Was war das? Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Da war irgendwie so... Ja, ist mir egal. Alles Hater. So, ich will dieser Frau ehrlich gesagt nicht begegnen. Ist hier noch ein Raum? Lauf! Lauf! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da war sie. Da war sie. Sie hat da gestanden. Und auf mich gewartet, auf den Thomas. Auf den Thomas hat sie gewartet und wir werden jetzt ein bisschen Gold holen, ja. Porsche, geil. Porsche, 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 Porsche. Oh nein, wir haben den Ausgang gefunden, aber nicht als Artefakt. Ich muss hier irgendwie ein Zeichen machen auf der Map. Wo ist das?
Okay, das ist die dumm-dämliche Map hier. Ja, you can eat love. Das, du weißt wie. Fick dich, Mongo, you son of a bitch. Weißt du, wie geil mir das Artefakt ist? Das ist mir sowas. Nacht 2 haben wir damit geschafft und ich glaube, in der dritten Nacht wird irgendwie alles schlimmer. Sagt mir so mein Gefühl, ich habe eigentlich gar keinen Bock weiterzuspielen, aber ich glaube, die Aufnahme geht noch nicht lang genug und es gab noch nicht zu viele Jumpscares, als wenn ihr euch freuen könntet. Also machen wir weiter, okay. 10 Minuten geht die Aufnahme circa und mein Herz, es brennt, weil ich solche großen Schmerzen habe. Total completed, 53%. They want their revenge. Wieso wollen die Rache? Was habe ich denn getan, Mann? Ich bin da drinne, will ein Artefakt suchen, nur raus, ich tu dir nichts. Ich bin der Frau begegnet, wie sie da so stand. Ey, ich bin bereit als Kollege, ich schwör. Und jetzt wollen die Rache wofür, Mann? Make sure to use candles in dark rooms, bitches. Yo, ich weiß, dass wir candles in dark rooms benutzen würden. Es ist irgendwie logisch und ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas ist. Komm, Artefakt, Artefakt. Safe, ja, ich würde mich auch selber retten, aber wieso tauche ich hier immer auf? Ich war doch schon draußen. Und welcher Mensch würde hier freiwillig reingehen? Kein Jumpscare, kein Jumpscare, kein Jumpscare, kein Jumpscare. Sehr gut. Dumm, dämlicher Jumpscare. So, wir werden hier jetzt ein bisschen suchen. Die Map mag ich auch nicht. Aber egal, vielleicht haben wir wieder so viel Glück und finden was. So. What's going up here? Hier ist eine Wand. Ah, aber eine Kiste. Vielleicht ist da das Artefakt drin. Natürlich nicht, da ist nichts drin. Noch nicht mal Geld für einen Porsche oder sowas. Nein. Gold, geil. Wach auf. Ja, bin hier am Pennen oder was? Dann will ich aufwachen. Ja. Bonnie, what's going up here? We know where you sleep. Yo, ich sleepe in mein Bett. Ja, Bonies, Motherfuckers, das ist echt nicht nett. Was ist? Was war das? Das hat sich nicht nett angehört. Hat sich überhaupt nicht nett angehört. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich will dieses... Oh, ich gehe zurück. Bolzen. Ich, Thomas. Oh, wir haben noch eine Kerze. Geil. Wieso können wir nicht die ganze Zeit Kerzen... Oh! Blöde Rohrleitung. Wer verlegt in so einem Ding Rohrleitungen? Ich meine, hier ist sowieso keiner unten, oder? Oder diese Frau, die will eine warme Heizung haben. Wenn es so kalt ist. She wants candles. Jetzt, ich weiß, wieso sie Rache will, weil wir ihre Candles klauen. Das ergibt Sinn, ne? Ja. Oh, eine Tür. Dumm, dämliche Tür. Der Ausgang mit einem Artefakt? Nein. Burg. Nein. 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 Kiste? Nein. Porsche? Nein. Was ist das denn? What the fuck ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Junge! Alter! We run the champion. Ich muss lauter reden, weil die Musik lauter wird. Wir spüren den Beat, wir spüren den Beat, wir spüren den Beat. Ey, das macht mir solche Angst, ey. Ich weiß nicht, was das war, aber ich weiß, dass ich es nicht wieder erleben will. Okay, wir gehen gleich links lang, weil wir den Raum da erforschen müssen. Hoffentlich finden wir was da drinne und ja, wieder eine Tür. Yeah, ich mag Türen. Nicht. Oh Mann! Nicht der Ausgang. Wir haben leider nicht mehr so viel Glück und was ist das hier für ein Boden? Candles? Sie kommt. Badum! Hier spricht etwas. Ja, ihr seid immer am gucken, dass... Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen, ich will nur noch sterben, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Wieso kann das Spiel nicht wieder abkacken wie in der letzten Aufnahme? Und ich will auf gar keinen Fall was wegcutten, weil ich immer... Halt deine Schnauze! Du dumm, dämliche Biatch! Okay, wir gehen da wieder lang. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Da lebte Thomas.
spielt ein Spiel namens Dungeon Nightmares, was umsonst ist. Er hat sich's geholt, weil es umsonst ist und er damit was jetzt playen kann. Ein Horrorspiel und da ist wieder so eine Kreuzung. Ich mag Kreuzungen hier überhaupt nicht. Und vielleicht sollten wir doch da lang gehen. Es wäre sinnvoll, wenn wir irgendwie alles durchsuchen. Gold, geil, 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 geil. Bonnie, what's going up hier? Ich will deine Titties anfassen. Okay. Er sieht knochig aus momentan. Soll's mehr essen, wäre sinnvoll. Würde ich dir als Tipp geben. Haben wir eine Kerze? Geil. Wir haben eine Kerze, aber leider... Ah, Artefakt, Artefakt, Artefakt. No, leider nicht. There's something behind the door. Ja, ich will gar nicht hinter the door gucken, weil ich mir das... Hör auf zu weinen. Wir haben alle Probleme, aber deswegen muss man nicht weinen. Deswegen muss man einfach nur hier in so ein komisches... Deswegen... Bonnie, what's going up here? Hey, Mann, was geht? Yo, get a Faust, yo, ciao. Oh ne, leerer Raum. Was rollt ihr die ganze Zeit? Halt deine Schnauze! Ich will das nicht. Ich will das nicht. Oh, eine Kiste. Geil. Was ist da drin? Ein Candle. Jetzt haben wir schon zwei Candles. B to blow und C to neu machen, weil... Was war das? Was war das? Was war das, Mann? Was war das? Ich will nicht mehr spielen. Ich will nicht mehr spielen. Aber ihr wollt es ja, dass ich hier spiele. Oh, ihr Monster. Ihr Monster. Ihr Monster. Ich hab jetzt... Ausgang ist... Da. Ich mache hier noch ein Zeichen. Uk, 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 uk. So, weiter geht's. Come on, Babes. Come on, Babes. Vielleicht hier irgendwo ein Artefakt. Nein, kein Artefakt. Das Spiel wünscht... Manometer! Da ist der Thomas. Der Thomas. So. Ich bin froh, wenn ich gleich diese Aufnahme beenden kann und nichts mehr machen muss. Oh, eine Kiste. Artefakt? Nein. Dafür nichts? Great. Ah, diese dummen, dämlichen Türen hier. Also ihr könnt euch schon mal auf den Stream freuen, da werden wir dieses Spiel ausstreamen. Sogar ein 720p, der neue PC hat einige Leistungen. Und wenn ich jetzt über meinen PC rede, dann kriege ich wieder bessere Laune und denke nicht mehr so stark an das Spiel. Deswegen rede ich jetzt ein bisschen über meinen PC. Mein PC habe ich günstiger bekommen, kann ich nur so sagen. Also eine gute Leistung, 60 FPS. Wir können jetzt immer solche blöden, mongolischen, dumm, dämlichen Spiele spielen. Eine Kerze, geil. Oh, Artefakt, bitte, 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 bitte. Nein? Oh, aber dafür ein Raum, der nicht endet. Und wir gucken mal hier so rein. Ja, dann gehen wir eben geradeaus wieder. It's a final count. Oh, eine Wand. Geil. Aha. Ich will... Oh. Ah. 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 Oh my goodness, 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 oh my goodness. Wie lange kann sie uns verfolgen? Verpiss dich, dumm, dämliches Girl. Beschissenes Teenie Girl, ich bin nicht Justin Bieber. Tür zu. Bin ich Justin Bieber? Wie gesagt, also. Ah. Immer diese Teenie-Girls, die ein Autogramm von Thomas wollen, ey. Das ist echt schlimm, ne? Oh, Bonnie, what's up, girl? Yeah. Oh, fuck. Nein, Bonnie, nicht cool. Ah, vielleicht sollten wir da in den Raum gehen. Wäre sinnvoll, wenn wir dies tun. Ich hätte mich lieber von der Frau töten lassen sollen, aber ich habe ruhig reagiert. Zwinker, zwinker. Wir haben noch eine Kerze. Oh! Kerzen. Geil. Es endet hier, okay. Ja. Ist schön, dass es hier endet und ich raus darf. Also, vielleicht kann ich mich teleportieren. Ohne Arte. Oh, scheiße. Ah, nee, ich weiß noch, wo der Ausgang war.
Oh Jemini, oh Jemini, oh Jemini. Das wird ein längerer Part, wie ich hier sehe, denn irgendwie finden wir hier kein Artefakt und das ist überhaupt nicht cool. Das ist überhaupt nicht Korall. Überhaupt nicht Korall. Überhaupt nicht. Bitte ist da das Artefakt drin und dann können wir endlich wieder zurückgehen und chillen. Artefakt? Nein? Nein? Aber Gold für einen Porsche. Gold für einen Porsche ist immer gut. Oh, ich denke mal, da steht einer. Motherfuckers. Diesels. Bitches. Ja. Yeah. Ich geh mal raus. Gehen wir mal rechts lang. Warte, rechts oder links? Ne, andere Seite. Da lang. Und ich hoffe, wir begegnen dieser Frau nicht mehr. Und wir sollten nicht an der Kreuzung stehen bleiben. Das ist nicht besonders. Du Mongole. Du Mongole. Und ich werde jetzt, glaube ich, was rauscutten, damit die Folge nicht allzu lang wird. Also bis gleich. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Und das Gold sollten wir vielleicht auch mitnehmen. So. Nach dieser Nacht endet das beschissene Spiel. Und ich muss es nicht mehr spielen. Da unten waren wir. Oh, scheiße, ist das lang. Das ist sehr lang. Das ist mehr als lang. Das ist wirklich mehr als lang. Und wir haben das Artefakt gefunden. Und deswegen können wir jetzt ein bisschen sprinten. Aber. Bro, hier hat nicht die größte Ausdauer, also sollten nicht allzu lange rennen, bevor wir der Frau wieder begegnen und wir können wieder zurücklaufen. Wir haben das Artefakt gefunden und ich bin überglücklich, denn dieses Spiel macht mir gerade Angst und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein Herz go boo 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 macht. Ja, weiter. Können wir jetzt nach rechts abbiegen? Nein, wir müssen weiter. Wir müssen weiterlaufen. In dieser dunklen Gegend, meine Atmung wird schon. Ich gehe nicht den Weg lang, den ich. Hör mal, nein, warte. YOLO, 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 okay. Warte. Da lang. Sicher, dass da lang geht, ja. Und jetzt gehen wir. Da lang. Immer an den Wänden lang gehen. 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 Und wir haben gleich den Ausgang. It's a final countdown. Kann man hier eigentlich nur sterben? Würde mich mal interessieren. Falls jemand von euch weiß, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wir haben es in die vierte Nacht geschafft. Mein Herz macht boom, boom, boom. Jo, dann würde ich sagen, das war's dann mit dem heutigen Part von Dungeon Nightmares. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. 10 Minuten haben wir geschafft. Gebraucht für die Folge. Jo. Ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob wir es nächste Woche weiterspielen sollen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wir werden das Spiel am Freitag streamen. 18 Uhr beginnt der Stream. Wir werden mit Five Nights at Freddy's anfangen. Wir werden noch Five Nights at Freddy's 3... Zwei Spiele haben wir schon, aber drei Finger halte ich hoch. Dann werden wir noch Five Nights at Freddy's 3 spielen. Zwei werden wir nicht spielen, aus bestimmten Gründen, die ihr irgendwann erfahren werdet. Ich glaube, ihr könnt euch schon mal denken, wieso wir das nicht machen. Und dann werden wir noch SCP spielen. Was für ein Spiel es ist, lasst euch überraschen. Ist auf jeden Fall creepy. Und ja, jo, soll ich es weiterspielen? Schreibt mir unten in die Comments. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Hipster PlayerGaddon. Jo, mit der PlayerGaddon Hipster Faust werden wir uns jetzt verabschieden. Pschuu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 u